Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Es ist Palmsonntag und wir gehen jetzt miteinander in die Kirche. Wir sammeln uns zu einem Gebet. Ewiger, sammle mich in deine Ruhe, bis ich Gebet bin in dir. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, der dich behütet, schlummert nicht. Sieh, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels. Gott ist dein Hüter, er ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Er behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Er behütet deinen Eingang und deinen Ausgang von nun an bis in die Ewigkeit. Amen. Thank you.
Ich lese euch etwas aus dem Markus 4 vor. Und er sagt zu ihnen am Abend dieses Tages: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Auch andere Boote waren bei ihm. Da erhob sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot und das Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. Er aber lag schlafend hinten im Boot auf dem Kissen. Und sie wecken ihn und sagen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Da stand er auf, schrie den Wind an und sprach zum See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es trat eine große Windstille ein. Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht. Und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie wissen bestimmt, wie es sich anfühlt, wenn man sich verletzt. Es tut weh. Es gibt Menschen, die fast keinen bis gar keinen Schmerzen empfinden können. Als Kind dachte ich, es sei eine gute Sache, denn ich hatte immer wieder aufgeschürfte Knie, wenn ich hinfiel und das tat höllisch weh. Heute weiß ich, dass wenn ich schmerzenempfindlich gewesen wäre, dann hätte mein Körper nicht so oft Alarm geschlagen, um mich zu lehren, dass das Hinfallen nicht unbedingt zu meinen nützlichsten Fähigkeiten gehört. Ich würde vermutlich heute noch mit aufgeschürften Knie rumlaufen. Dasselbe passiert in etwa mit der Angst. Oft hören wir, dass wir uns in Zeiten wie diesen nicht von der Angst beherrschen lassen, sondern mit der Vernunft und Nüchternheit, Sachlichkeit an die Gefahr des Coronavirus herangehen sollen. Aber Angst ist etwas Natürliches, ist ein Abwehrmechanismus wie der Schmerz. Ohne Angst zu leben,
ist auch keine gute Sache. Die Angst führt uns dazu, die Sicherheitsmaßnahmen, die uns zurzeit verordnet werden, ernst zu nehmen. Weil wir Angst haben, die Erkrankung könnte uns oder unsere Liebe treffen, dann tun wir das. Angst hilft uns, achtsam und wach zu bleiben. Angst hat man, so wie man den Schmerz empfindet. Und das ist gut so. Oft überspielen wir Angst oder Schmerz mit unterschiedlichen Strategien, meistens die falschen. Schmerz wie auch Angst zeigen wir nicht, weil uns das in den Augen anderer schwach machen würde. Das heißt noch lange nicht, dass wir sie nicht empfinden. Man kann durchaus sagen, ah du, es ist nichts passiert, habe mir nur in den Finger geschnitten und tun, als ob nichts gewesen wäre. Aber jeder von uns weiß ganz genau, wie schmerzempfindlich Finger sind. Wir können durchaus sagen, ah, was gerade durch Coronavirus-Pandemie passiert, ist alles überspitzt. Sie wollen uns nur alarmieren. Das ist alles halb so wild, ist nur Panikmacherei. Aber wir wissen alle, wie furchterregend die Bilder sind, die uns erreichen. Also ist Angst, wie auch Schmerz, nicht wegzudenken. Beide sind nützlich, damit wir lernen, dass eine Gefahr besteht. Paulus schreibt in dem Timotheusbrief einen einfühlsamen und ermutigenden Text an einen Freund von ihm. Und da hilft uns ein Satz weiter. Er schreibt: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Anders gesagt, hier wird davon gesprochen, dass wir nicht in Angst geboren worden sind. Angst ist nur eine Warnung. Wir sind kein Notfall. Der erste Akt unserer Existenz ist vermutlich der kräftigste, den wir jemals machen werden, geboren werden. Wir sind in der Kraft geboren. Die wichtigste Erinnerung, die wir in uns haben, ist die Liebe. Wen wir geliebt haben, von wem wir geliebt worden sind. Und wir sind immer dann weitergekommen, besonnen, wenn wir aus unseren Fehlern gelernt haben. Die Furcht, die uns immer wieder begleitet hat, ist nur die Warnung gewesen, alle Kräfte zu sammeln. So ist es jeden Tag unseres Lebens. Da und dort erleben wir Warnungen und automatisch passen wir unser Verhalten an. Das ist von unserer Existenz nicht wegzudenken. In dem Text, den ich vorgelesen habe, wird nicht gesagt, dass Gott uns, wenn wir es brauchen oder wenn wir dafür beten, eine besondere Kraft, Liebe und Besonnenheit schenkt. Auch nicht, dass er uns die Angst wegnehmen wird. Paulus sagt seinem lieben Freund: Erinnere dich daran, dass Gott dich als ein Wesen der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in diese Welt hineingesetzt hat. Was das alles ist, muss gar nicht erklärt werden. Das wissen Timotheus und wir selbst genau. Denn gerade Kraft, Liebe und Besonnenheit machen uns aus. Es geht darum, dies in schwerer Stunde nicht zu vergessen. Woher wir kommen und wer wir sind.
Das, was uns ausmacht als Menschen, finden wir dann heraus, wenn wir in uns gehen und uns daran erinnern, woher wir kommen. Es heißt so schön, dass es ein ganzes Universum gebraucht hat, damit ein Mensch in diese Welt hineingeboren wird. Und wir sind ein wunderbarer Teil dieser Schöpfung und dieser Menschheit. Wir sind nicht alleine. Wir sind zugleich Einzelne und viele. In dieser Gesamtheit und in uns selbst wohnt dieser wunderbare göttliche Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn es hilfreich ist, um uns selbst zu finden und den in uns wohnenden Geist hinzukommen, dann sollen wir beten. Inmitten der großen Gefahr der Ansteckung und der Erkrankung werden wir aus uns selbst Kraft, Liebe und Besonnenheit schöpfen, damit die Angst nur eine Warnung bleibt und nicht ein Dauerzustand. So, dass wir noch auf unsere Nachbarn, welche uns vielleicht brauchen, hören und uns und die anderen nicht vergessen zu schützen. Wie gesagt, jede und jeder von uns ist Teil dieser menschlichen Gemeinschaft. Wir alle teilen dieselbe Sorge und wir wissen, dass die Angst egoistisch macht. Aber nur wenn wir einander Sorge tragen, werden wir aus dieser schwierigen Situation endlich gesund wieder herauskommen. Amen. Thank you.
wenn uns die Worte fehlen, weil die Warnung der Angst vielleicht zu groß ist, dann können wir auch mit den Worten beten, die uns Jesus aus Nazareth gegeben hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen jetzt den Segen Gottes empfangen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Sonntag. Geht hin in der Kraft, die euch gegeben ist. Einfach, leichtfüßig und zart. Haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geist geleite euch. Amen.